Hallo und willkommen bei Denkreisen. Wer gerne Bücher liest, hat vermutlich den einen oder anderen Lieblingsschriftsteller. Bei mir wären es wohl mehrere, doch stets oben auf der Liste steht Curzio Malaparte. Ich weiß, für einige mag das eine kontroverse Wahl sein, da über Malapartes politische Gesinnung so viel spekuliert wurde. Einige halten ihn für einen Faschist, während andere ihn bescheinigen, ein radikaler Kommunist zu sein. Wer an dieser Stelle nach der Wahrheit verlangt, hat noch nicht verstanden, dass die Wahrheit eines Lügners Erfindung ist, wie schon Heinz von Förster gesagt hatte. Mit gutem Gewissen kann man sagen, dass Malaparte ein sprachgewaltiger Poet war, der sich nicht scheute, auch die größten Abscheulichkeiten in ein lyrisches Licht zu verkleiden. Denn das ist, was ein Künstler tut. Er benutzt seine Sprache und sein Handwerk, um die Wirklichkeit zu beschreiben. Und der Akt des Lesens ist zugleich der Akt des Dechiffrierens. Der deutsche Italiener Malaparte hatte nur ganz wenige Bücher geschrieben. Doch zentral in seinem Lebenswerk stehen sicherlich die beiden komplementären Romane Kaputt und Die Haut. Komplementär deshalb, weil Malaparte in beiden Büchern seine Erfahrungen mit dem Zweiten Weltkrieg verarbeitet, doch jeweils von zwei unterschiedlichen Seiten. Kaputt schildert zum großen Teil seine Erlebnisse mit der Wehrmacht und der Waffen-SS während ihres Feldzugs durch Osteuropa und die Sowjetunion. Die Haut, im Original La Pelle, beschäftigt sich mit dem letzten Kriegsjahr, in dem Malaparte Verbindungsoffizier der amerikanischen Armee war und so das Vorrücken auf Neapel und Rom von der alliierten Seite miterlebte. In Kaputt gibt es zahlreiche außerordentlich verstörende Szenen, in denen Malaparte das befremdliche Verhalten der SS-Offiziere beschreibt. So zum Beispiel die Weisung, die Bewohner eines besetzten ukrainischen Dorfes in zwei Gruppen aufzuteilen, in Analphabeten und jene, die lesen und schreiben können. Viele sind hierbei bemüht, zu beweisen, dass sie wenigstens ansatzweise Buchstaben und Wörter lesen können. Am Ende werden jene, die lesen und schreiben, erschossen, während die Analphabeten zurück aufs Feld geschickt werden. Das Buch gibt einen einzigartigen, schockierenden und befremdlich faszinierenden Blick auf die verschrobenen Psychen der deutschen Befehlshaber. Und dann, wenn die Absurdität kaum zu überbieten ist, beschreibt Malaparte in seiner unverwechselbaren Sprache, wie die Offiziere Hunde fürchten und in jedem Dorf den Befehl geben, sämtliche Hunde zu erschießen. Denn die Russen schnallen ihnen Panzerminen auf den Rücken, erklärt dem Schriftsteller der Wehrmachtsgeneral Eugen von Schobert, während die beiden den aufgebrachten Soldaten zusehen, die herumrennen und wild auf Hunde feuern. Ein Szenenwechsel. Mein Großvater war Mitglied des 1. Tschechoslowakischen Armeekorps. Dies war eine Einheit, die aus 5 Brigaden bestand und in der Sowjetunion aus den Reihen geflohener Tschechoslowaken erhoben wurde. Nach dem politisch so lehrreichen und historisch so tragischen Münchner Abkommen vom September 1938 besetzten deutsche Truppen zügig die Tschechoslowakei. Viele Tschechoslowaken, insbesondere jene, die Soldaten waren oder einen Bezug zur Armee hatten, flohen, je nach eigener Gesinnung entweder nach Großbritannien oder in die Sowjetunion. Hier auf beiden Seiten wurden entsprechende Armeeteile gegründet, die nach dem Ausbruch des Weltkrieges auf der Seite der Alliierten kämpften. Der 1. tschechoslowakische Armeekorps war zuerst in Buzuluk stationiert. Doch bereits die ersten Gefechte lichteten die Reihen der Soldaten und im Nachhinein wurde sehr viel darüber spekuliert, inwieweit die sowjetische Armeeleitung diese nicht russischen Bataillone als Kanonenfutter benutzt hatte. Das ist sicherlich ein Punkt für Militärhistoriker. Um die Reihen zu füllen, genehmigten die Sowjets, Soldaten aus Gulags, aus Konzentrationslagern anzuheuern. Also Leute, die von den Sowjets als politisch unzuverlässig gegolten haben oder sich beim Ausbruch des Ostkrieges auf der deutschen Seite befunden hatten. Hierbei suchte man insbesondere Nationalitäten, die eine gewisse Nähe zu den Tschechoslowaken besaßen. Also insbesondere Ukrainer, Juden, Ungarn. Mein Großvater war ein ukrainischer Rutene oder Rusine, wie man es heute eher nennt, eine slawische Minderheit innerhalb der Karpater-ukrainischen Region. Er hatte gerade einen Winter im Lager überlebt, wo er Zeuge von Kannibalismus und Hinrichtungen gewesen ist. Ein interessantes Detail. Da mein Großvater in der Nachkriegszeit in seiner Vita immer angegeben hat, er hätte den Winter 42, 43 in einem deutschen KZ verbracht
was niemand jemals hinterfragt hatte, ungeachtet der geografischen Unwahrscheinlichkeit. Er konnte ja nicht schreiben, er sei in einem sowjetischen Lager gewesen, da diese offiziell nicht existiert haben. Und ich nehme an, für manche dürfen sie bis heute nicht offiziell existieren. Der erste tschechoslowakische Armeekorps kämpfte Seite an Seite mit der Roten Armee. Diese Division war unverzichtbar bei der furchtbaren Schlacht um den Dukla-Pass und der Befreiung der Slowakei. 1945 fuhr mein Großvater auf einem Panzer sitzend nach Prag ein und im Herzen ein Antistalinist beschloss er, dort für immer zu bleiben, um nicht in der Sowjetunion leben zu müssen. Denn jenes ostslowakische Gebiet, das einst seine Heimat war, wurde nach dem Weltkrieg von den Sowjets eingestrichen. Es war ein großzügiges Geschenk für die Befreiung, das sich der Kreml selbst gemacht hatte. Doch mein Großvater hatte mir, als ich ein Junge war, diese Geschichte erzählt. Wie er mit eigenen Augen beobachtet hatte, wie die Panzerdivision der Sowjets Hunde mit sich führte. Und diese Hunde wurden wochenlang ausgehungert bis hin zur völligen Erschöpfung. Und danach hatte man sie gefüttert. Aber nur unter Panzern. Die Fahrer stiegen dabei in ihre Maschinen und ließen die Motoren laufen. Am Anfang hatten die Hunde Angst, unter einem donnernden Panzer zu essen, doch der entsetzliche Hunger war stärker. Nach einigen Tagen konnten alle Hunde ohne Probleme unter dröhnenden Motoren essen, während über ihnen der Panzerfahrer das Gaspedal durchdrückte. Das Startgeräusch der Panzer wurde für sie zu einem pawlowschen Reflex. Und dann hat man sie erneut kurz gehalten. Vor einer Schlacht erst mit den Deutschen wurde den ausgehungerten Hunden in kleinen Rucksäcken Sprengstoff auf den Rücken geschnallt, Kontaktminen. Zu diesem Zeitpunkt waren die Tiere so weit konditioniert, dass sie dröhnende Panzer mit Nahrung assoziiert haben. Sie waren die erste Angriffswelle in einer Panzerschlacht mit den vorrückenden Deutschen. Mein Großvater hat das mit eigenen Augen gesehen. Das ist eine etwas andere Geschichte als die vier Panzersoldaten und ein Hund. Es ist faszinierend, wenn eine so befremdliche Information, die man auch leicht für eine Legende halten könnte, plötzlich zwei vollkommen unterschiedliche Zeitzeugen findet und sie auf eine seltsame Art verbindet. Mein Großvater und Malaparte haben sich durch dieselben Orte bewegt, ohne sich jemals begegnet zu sein, natürlich vermutlich nur Monate auseinander. Die Welt ist ein seltsamer Ort, doch voller erstaunlicher Überraschungen. Mein Großvater hat nach der Schlacht bei Dukla von Major Brezhnev eine Fellmütze geschenkt bekommen. Betrachtet man das nun nach den Maßstäben des kleinen Weltphänomens von Stanley Milgram, also Six Degrees of Separation, du weißt schon, das Kevin Bacon-Spiel, so rückt das bei mir eine Menge berühmter Leute unterhalb der Zahl 3. Es fragt sich nur, welche Leute. Tja, wie dem auch sei. Ich kann Kaputt und die Haut von Curzio Malaparte jedem nur empfehlen. Die Chancen sind aber sehr groß, dass dich beide Bücher wütend und aggressiv machen werden. Bei jedem scheinen Kaputt und die Haut gänzlich unterschiedliche Reaktionen hervorzurufen. Es sind ausdrucksstarke Bücher, deren Fähigkeit, einen Leser zu polarisieren, berüchtigt ist. Und nicht jeder hat die mentale Kraft, dieser Polarisierung zu widerstehen. Einige der intellektuellsten Kritiker dieser beiden Bücher sind genau daran gescheitert. Aber vielleicht ergeht es dir besser. Über den Einsatz von Antipanzerhunden in der Roten Armee war im Internet doch mehr zu finden, als ich anfangs erwartet hatte. Wer also mehr über diese traurige Praxis erfahren will, ich habe unten unter dem Video zwei Links bereitgestellt. In diesem Sinne, sei neugierig, lies Bücher, lass dich nicht polarisieren. Bis zum nächsten Mal.